Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Hey, ich freue mich so auf diese Session, denn wir haben wirklich was Geniales für euch vorbereitet. Wir haben heute unser Motto hier für unsere Days of Power. Sagen wir es mal zusammen. Und was ist unser Motto? Never lose my fire. Und wisst ihr, das ist so ein bisschen die Frage, wo ich mir stelle, wie schaffen wir es denn, dass wir unser Feuer nicht verlieren? Wie schaffen wir es, dass unser Glaube immer mehr zunimmt und nicht, dass er abnimmt? Und die Frage ist für mich nicht, ob dein Glaube geprüft wird, sondern nur wann. Ja, es ist nicht die Frage, ob du jemals irgendwelche Prüfungen erfährst in deinem Glauben, sondern die Frage ist nur, wann kommen diese Prüfungen? Und wir lesen das in 1. Petrus 1, da steht, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Was lesen wir hier? Wir lesen, unser Glaube wird im Feuer geprüft. Und ich habe mal nachgeguckt, was heißt denn das, so das Gold läutern lassen? Da steht hier, Verfahren zur Reinigung von Gold durch das Verbrennen oder Ausschmelzen von unerwünschten Fremdstoffen. Ja, also wenn wir das jetzt auf unseren Glauben übertragen, dann heißt, wenn dein Glaube durchs Feuer geprüft wird, dann wird was ausgeschmelzt, nämlich unerwünschte Fremdstoffe. Das ist doch eigentlich was richtig Gutes, oder? Und die Frage ist aber, was macht es jetzt mit uns, wenn wir durch solche Schmelzprozesse durchgehen, wenn unser Glaube getestet wird und wir erleben das in unserem eigenen Leben, aber wir sehen in der Bibel Leute, die haben das in ihrem Leben erlebt. Die sind durch krasse Tiefen gegangen, aber sie haben bis zum Ende durchgehalten. Da lesen wir in Hebräer 11 von den Glaubenshelden. Ja, Henoch zum Beispiel. Oder Abraham, Noah, all diese Männer Gottes, wo ich sage, wow, so will ich auch mal werden. Gibt's noch jemand hier, der sagt, so will ich auch mal werden? Genau. Wisst ihr, was das Krasse ist? Dass sie oft die Berufung, dass sie die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, manchmal in ihrem eigenen Leben noch gar nicht gesehen haben. Abraham ist gestorben und er hat die Verheißung noch nicht gesehen, denn wir sind ja seine Erben. Das heißt, dass selbst diese Glaubenshelden sind durch Herausforderungen gegangen und trotzdem sind sie wie uns vorangegangen und sie feuern uns an. Das lesen wir in Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Das heißt, wir wollen lernen, auf diese Zeugen zu schauen, auf diese Glaubenshelden und wirklich diesen Kampf des Glaubens zu leben. Und ich weiß, dass es sich manchmal nicht so schön anfühlt. Aber ich bin mir sicher, dass es sich für einen Josef im Gefängnis auch nicht schön angefühlt hat. Wir lesen solche Stories, aber weil wir das Ende kennen, ist es für uns so ein easy Prozess. Aber dieses durch das Feuer gehen, das ist nicht so easy. Und wisst ihr, ganz oft schauen wir uns die Leute aus der Bibel an und sagen, ja, so werde ich ja nie sein. Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, dass du und ich, dass jeder von uns hier ein Buch schreiben könnte über das, was Gott mit deinem Leben schon getan hat. Wo du schon durch Dinge durchgegangen bist, wo du schon erlebt hast, dass dein Glaube geläutert wird. Und ich habe heute 3 Gäste eingeladen, die das auch in ihrem Leben erlebt haben schon. Und ich möchte euch nach vorne bitten. Wir haben einmal die Tanja Reichmann, wir haben den Thomas Nikolaus und wir haben den Milet Bortros. Kommt doch zu mir nach vorne. Nehmt Platz. Wenn alle sitzen, dürfen wir auch sitzen, finde ich. Gleiches Recht für alle. Ja, wir wollen ein bisschen darüber austauschen, was es denn heißt, wirklich durchs Feuer geläuteten Glauben zu haben. Und dieses Never Lose My Fire, was bedeutet das für uns? Und auch die Frage, so fühle ich mich als Glaubensheld.
Und Tanja, ich habe dich auch eingeladen. Du bist ja stellvertretende Schulleiterin. Weil ganz oft sind ja hier vorne nur Pastoren. Da ist ja eh easy going. Das Leben eines Pastors ist ja sowieso ganz anders. Ja, die haben ja immer Glaube. Aber die Frage ist ja, was ist mit uns Otto von Normalverbrauchern? Also wenn du jetzt Lehrerin bist und du bist auch Mama von 3 Kindern. Tanja, wie fühlt sich das für dich an? Würdest du sagen, ich bin ein Glaubensheld? Tatsächlich fühlt sich das im Alltag manchmal nicht so an, als wenn man sich als Held bezeichnen würde. Der Alltag boomt, gell? Es ist in der Tat nicht immer leicht, alle Rollen, die man so inne hat, zu vereinen. Das Muttersein, Hausfrau sein, Haushalt braucht auch seine Zeit. Und eben in der Schule Grundschullehrerin zu sein und dann Pastorin und all diese Rollen zu vereinen und unter einen Hut zu bringen, das fühlt sich manchmal im Alltag so an, wie wenn man einfach seine Aufgaben erledigt und halt funktioniert. Und muss ich gerade mal... Entschuldigung. Und dann sind einfach manchmal auch im Alltag diese Infragestellungen. Ist mein Leben überhaupt bedeutsam? Mhm. Und was mache ich schon? Ich bringe den Kindern das Lesen und Schreiben bei. Ja. Oder die Pastoren, die können am Mittwoch im Office sein und am Sonntag predigen. Was mache ich schon? Gell? Diese Infragestellungen, die kreuzen manchmal so mein Hirn und dann habe ich da auch meine Struggles damit. Das kann ich einfach ganz ehrlich mal sagen auch. Aber im Alltag wird mir auch immer wieder gespiegelt, das ist nur meine Wahrnehmung. Und ich glaube, Gottes Wahrnehmung ist einfach auch eine andere. Und das möchte ich einfach auch mit euch teilen, dass manchmal Menschen Dinge in mir wahrnehmen, die ich selbst gar nicht sehe. Mhm. Erzähl doch mal, was konkret wäre das so? Also ist es denn für Außenstehende, jetzt zum Beispiel Mütter oder so von deinen Schülern, merken die, dass bei dir im Leben irgendwas anders ist? Würdest du sagen, dass da ein Unterschied erkennbar ist? Also ja, tatsächlich wird mir immer wieder gespiegelt, dass eine Ruhe und ein Frieden in mir wahrgenommen wird. Das spiegeln mir Mütter, das erzählen sie mir immer wieder. Und da gibt es so ein paar Geschichten, die jetzt auch so in den letzten Monaten und Jahren passiert sind und die wollte ich einfach mit euch teilen. Einfach um zu zeigen, dass die eigene Wahrnehmung manchmal eine ganz andere ist als die der Umwelt. Ja, come on, erzähl mal. Und zum Beispiel, als ich an unsere Schule gewechselt habe, ich bin neu an die Schule gekommen und es war gerade auch Corona-Zeit, die Türen mussten offen stehen und die Schulleiterin, ich war neu an der Schule, hat mich natürlich beobachtet und hat einfach alles mitgekriegt, was in meinem Klassenzimmer passiert. Und dann hat sie nach ein paar Wochen hat sie mich in ihr Klassenzimmer, in ihr Büro gerufen und hat einfach gesagt, Tanja, ich spüre bei dir einfach so eine Ruhe und so eine Souveränität und auch so eine Autorität. Die Klasse kommt zur Ruhe bei dir und da ist irgendwas anders. Und ich habe mal gegoogelt, du bist ja so im ICF, hängt das vielleicht mit deinem Glauben zu tun? Hängt das vielleicht mit deinem Glauben zusammen? Ja. Amen. Und dann hat sie mir einfach eine Steilvorlage gegeben, von meinem Jesus zu erzählen. Genau, und das habe ich dann auch gemacht. Und ich muss sagen, seitdem ist einfach auch was gewachsen. Wir haben diese Talks immer wieder, wir unterhalten uns, ich kann von Jesus erzählen, sie fragt mich um Rat. Und es ist tatsächlich auch dazu gekommen, dass sie mich gefragt hat, ob ich Konrektorin werden möchte. Und es gibt noch einige andere Geschichten, zum Beispiel, wo man auch merkt, wow, ich sehe gerade zwar jetzt nichts, aber über Jahre wächst doch was. Zum Beispiel hat mich vor kurzem eine Schülerin hat mir geschrieben und hat sich bedankt für die Ermutigungsbriefe, die ich ihr damals geschrieben habe in der Grundschule. Und sie ist heute erwachsen und sie ist jetzt gerade dabei, auch selbst Lehrerin zu werden. Da hat sie gemeint, sie hat diese Briefe aufgehoben und da waren einfach auch Verse drin, da war ein Zuspruch drin und es hat ihr Leben stark gemacht. Und sie ist heute selbst Lehrerin und macht das jetzt mit ihrer Klasse auch. Und das war einfach so wow zu hören, gell? Wow. Ja. Und das Story. Ist so eine coole Story, alleine das zu sehen, hey, dein Leben macht da schon einen Unterschied, einfach in diesen Kids, die du über Jahre, das ist ja, wie viele Jahre ist das her, kannst du dich erinnern? 25 Jahre. 25 Jahre und jetzt ist sie Lehrerin und macht das Gleiche, was sie bei dir gelernt hat, das ist doch der Hammer. Ja, eine witzige Story muss ich noch erzählen. Ja, come on. Ja, die war auch erst. Und vor allem ganz wichtig, lachen, ja? Also wenn Frauen Witze erzählen, dann muss man lachen. Nein, es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Ach so, du hast gesagt, eine witzige Story. Ich habe den Witz weggelassen. Okay, das ist ein ganz schlechter Witzerzähler. Okay. Ja. Dann erzähl uns doch die witzige Story. Dann beurteilen wir, ob sie witzig ist. Okay, also zwei Frauen aus meinem Dorf haben sich unterhalten und die hatten gerade eine Herausforderung mit ihrem Kind. Okay.
Und vielleicht noch muss man davor wissen, ich bete am Anfang von meinem Schulalltag, bete ich am Morgen immer mit der Klasse. Wow. Und mit der ganzen Klasse? Mit der ganzen Klasse, wow. Ja. Und mit der Zeit lernen die Kinder dann auch selbst beten. Ja. Und Frauen haben sich unterhalten und die hatten eine Herausforderung mit einem Kind. Und dann sagt die eine zur anderen, du, lass uns das doch mal so machen wie die Frau Reichmann. Die betet immer für die Kinder, das hilft wohl. Und so, ohne dass ich irgendwas mache, spreadet sich das und das freut mich halt enorm. Und dann merke ich, wow, Gott wirkt doch in meinem gefühlt nicht so bombastischen Alltag manchmal, aber ja. Stark. Würdet ihr sagen, das ist ein Glaubensheld? Und schau, solche Situationen hast du ja auch im Leben. Ja, du bist in ein Umfeld gestellt worden von Gott und du hast die Möglichkeit, dort Dinge anders zu machen. Du kannst sagen, hey, ich gehe anders an Dinge heran. Und dann fühlt sich das nicht an, wie du jetzt selber von dir berichtet hast, dass du irgendwie wie so ein Glaubensheld dich fühlst. Aber für uns, wenn wir hier zuhören, sagen, ja Mann, das ist wirklich stark, da ist was in deinem Leben drin. Und das wollen wir von dir lernen. Und du hast auch, wie ist denn das mit dieser Ruhe, die du beschrieben hast? Würdest du sagen, das war schon immer so auf deinem Leben? Dass du sagst, du konntest Ruhe ausstrahlen? Nee, absolut nicht. Also ich würde sagen, das ist echt eine Frucht vom Heiligen Geist. Es geht nicht auf meine Kappe. Mein Leben war richtig chaotisch, wirklich chaotisch früher. Und es war so, dass ich tatsächlich einen richtig guten Start mit Jesus hatte in meiner Jugendzeit und dann aber einfach falsche Entscheidungen getroffen habe. Und es war so wie bei diesem vierfachen Ackerfeld, dieser Boden, der dann von Dornen überwuchert wird und der dann einfach wieder erstickt wird. Und so war das dann auch eine Zeit lang in meinem Leben, dass ich mich wegbewegt habe von Jesus. Und ich weiß, was zerbrochene Beziehungen sind. Ich weiß, was Absturz ist. Und ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich kann nie wieder zu Jesus zurückkehren, weil einfach so viel Schuld in meinem Leben war. Und an diesem Punkt of no return, gefühlt für mich, habe ich auch Martin kennengelernt. Und er war damals. War er dann der Return, oder? Er war damals, muss man sich das vorstellen. Tatsächlich war er damals auch so chaotisch und lost wie ich. Ah. Also ihr seht, aus jedem kann mal was werden, ja? Und ich weiß, es ist eine alte Story, aber irgendwie hat Gott mir es aufs Herz gelegt, die heute zu teilen. Come on. Und es war einfach. Wir waren zusammen unterwegs auf den Straßen von Amsterdam und wir hatten nichts mit Gott oder Jesus am Hut. Und auf einmal standen wir vor einem Haus und da war diese Inschrift, Jesus loves you. Und da war dieses Kreuz, aber ich habe nicht dieses Kreuz gesehen, sondern ich habe Jesus gesehen, wie er mit ausgebreiteten Armen vor mir steht und zu mir sagt, mein Kind, ich warte auf dich, komm zu mir zurück, ich liebe dich. Und in diesem Moment ist diese Liebe Gottes einfach durch mich durchgeströmt. Und es hat wirklich so eine Wende in unserem Leben gegeben. Auch Martin hat dort was erlebt mit Gott. Und von diesem Tag an haben wir angefangen, Bibel zu lesen. Wir haben später angefangen, wir sind frei geworden, Befreiung erlebt. Wir haben angefangen, in die Kirche zu gehen und waren dann einfach 20 Jahre auch treu, haben Gott gedient in der Gemeinde. Und was mir heute einfach immer wieder auch hilft, wenn ich merke, mein Feuer lässt nach, oder meine Leidenschaft lässt nach, tatsächlich hilft es mir, nochmal an diese erste Liebe zurückzuschauen, was Jesus für mich getan hat, wie er mich rausgeholt hat aus dem Sumpf, auf festes Fundament gestellt hat, mir ein neues Leben gegeben hat. Und es war einfach so, das erfüllt mein Herz so mit Dankbarkeit. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch, when you feel like quitting, remember where you started. Wenn du das Gefühl hast, aufgeben zu wollen, erinnere dich daran, warum du gestartet bist. Das ist so ein... Wow. Vielen Dank fürs Teilen, das ist so kostbar. Wirklich. Und was würdest du sagen, was ist jetzt für dich heute so dein Ankerpunkt, dass es dir hilft, dieses Feuer nicht mehr zu verlieren? Von damals Amsterdam bis heute, was würdest du sagen, was hält dich so on fire? Also ich würde sagen, so eine Langstreckenmentalität, Langstreckenläufer, ist ein ewiges Wort, Langstreckenläufermentalität. Ich würde sagen,
ja, ich bin schon ein Langstreckenläufer. Und dieses Ziel vor Augen zu haben, ich den Anfänger und den Vollender des Glaubens, wie es auch in diesem Hebräertext heißt, gell? Jesus zu fokussieren und auch auf dieses Ziel zu schauen. Und ein Langstreckenläufer, ich bin mal einen Halbmarathon mit einer Freundin gelaufen, das ist einfach auch gut, man hat jemand neben sich, man hat Freunde neben sich. Und wenn ich in der Gefahr bin, nachzulassen, dann feuert mich der andere an. Und einfach auch diese, ich bin nicht allein unterwegs zu sein. Und ein anderer Aspekt, was mein Leben enorm befeuert, ist meine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ich bin täglich unterwegs im Wald und habe meine Gespräche mit Gott, aber ich bin auch einfach, sobald ich allein bin, fange ich an, in Sprachen zu beten. Und es ist mein Tool Nummer eins, mit Gott in Connection, in on touch zu bleiben. Und einfach auch immer wieder zu sagen, ich ordne dir meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Körper, auch meine Hormone unter. Das ist vielleicht ganz gut für uns Frauen, ja, immer wieder mal, gell? Und einfach so diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist und auch zu wissen, wie regeneriere ich, weil ich will ja auch aus dem Vollen herausgeben, ich will nicht leer laufen, sondern ich will aus dem Vollen herausgeben können, meinen Kindern in der Schule, in der Kirche, überall, wo ich bin. Und deswegen einfach so, ja, immer auch zu gucken, dass der Tank voll ist mit dem Heiligen Geist, genau. Und mein tägliches Gebet ist tatsächlich auch, durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz und prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn da ein falscher Weg vor mir ist, dann führe mich auf den Weg zurück zu dir. Und das habe ich einfach vielleicht noch zum Abschluss einen Satz gehört für heute, dass Gott zu uns, zu mir und zu dir sagt, Moment, dass ich es richtig sage, achte auf die Beschaffenheit deines Herzens. Einfach nur mal auf diesen vierfaches Ackerfeld, diesen Boden, dass du nicht lass es nicht zu, da ist was Aktives drin. Lass es nicht zu, dass dein Herz wie ein Weg ist, auf den alle drüber trampeln und er hart wird und nichts mehr wachsen kann. Lass es nicht zu, dass Dornen aufwachsen. Lass es einfach, achte auf die Beschaffenheit deines Herzens. Ja. Danke, Tanja. So ermutigend. Hey, und ich möchte dir Mut machen, du hast auch so eine Story, ja? Die Frage ist, lebst du das, wie Tanja es erzählt hast, und diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, diese wirklich deine Steps, so schreib dir das doch mal auf, was sind deine Tools, was sind deine Zugänge zu Gott, und dass du, als wenn ich dich angefragt hätte, hier vorne mitzusprechen, so was ist deine Story, und dass du auch mal diese Anfänge nochmal aufschreibst, hey, wie hat das eigentlich alles begonnen, wie Tanja gesagt hat, wann kannst du immer wieder zurückkommen und dort nochmal wirklich reingehen und dich darauf stellen. Hey, und ich habe hier den nächsten Gast, den Thomas Nikolaus. Also es heißt wirklich Nikolaus. Wow. Du bist Geschäftsführer. Seit 2000 hast du deine eigene Firma. Du hast insgesamt 6 Kinder. Und du hast auch echt eine sehr, sehr spannende Story in deinem Leben. Und bist auch verheiratet. Gehörst zu unserem Standort in Singen. Yeah, come on, wo sind die Singer da? Und ich würde dich gerne mal fragen, Thomas, was heißt für dich Never Lose My Fire? Was bedeutet dieses Motto für dich? Erstmal hallo zusammen. Ich freue mich mega, dass ich hier sein kann bei euch. Das ist echt Family und ich fühle mich umgeben von Glaubenshelden. Wow. Bin überzeugt, dass jeder von euch eine ganz tolle Geschichte hat. Und ich will euch heute ein paar Tipps geben aus meinem Leben. Bin jetzt 60, bin unterwegs 60 Jahre auf dieser Welt. Einfach ein paar Tipps geben, die euch helfen können, dass du das Feuer nicht verlierst. Dein Feuer nicht im Feuer verlierst. In diesem Läuterungsprozess, der so, so wichtig ist für uns. Und heute wichtiger ist denn je. Ich will euch da einfach ein paar Tipps geben, weil es einfach ein paar Wahrheiten gibt, die euch immens helfen können. Sie haben mir immens geholfen. Und ich bin überzeugt, die werden jedem immens helfen. Du hast auch mir erzählt, dass für dich Never Lose My Fire vor allem auch bedeutet, unabhängig von Umständen zu sein. Was meinst du damit? Yes, also da möchte ich in dem Zusammenhang vielleicht sagen, ich denke, es ist mega wichtig, dass wir uns nicht so vom Äußeren leiten lassen, von den Umständen, die du gerade siehst, die du gerade erlebst.
Also sowas kann schnell dein Feuer auslöschen, sehr schnell dein Feuer auslöschen. Es ist wichtig, dass wir stabil bleiben und im Feuer, und da werde ich vielleicht noch ein paar Sätze nachher dazu sagen, ist mir klar, weil was wirklich stabil ist, ist die Wahrheit. Die ändert sich nie, weil sich Gott nie ändert. Aber nehmen wir das auch immer ernst. Wo finden wir die Wahrheit? Ich denke, Gott hat uns einen genialen Weg gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Und im Psalm 119 sagt David, die Summe dieses Wortes ist Wahrheit. Cool. Und das ist ein Fundament, auf dem kannst du stehen. Ich werde das gleich mal ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ist okay, oder? Mach. Ja, gut. Du hast mir ja erzählt, dass du so eine Zeit in deinem Leben hattest, wo du dachtest, jetzt, ich bin eigentlich ein richtig guter Christ. Ja. Und dann hast du irgend so ein ganz gefährliches Gebet gebetet. Genau. Also vor rund 20 Jahren, 15, 20 Jahren, war ich eigentlich der Meinung, ein ganz guter Christ zu sein. Recht stabil. So hat mich auch eigentlich meine ganze Umgebung wahrgenommen. Guter Christ, guter Mensch, super Businessman, mega erfolgreich. Geld, mehr wie er verbrauchen kann, am Zenit seines Lebens. Aber ich wusste, dass irgendwas da ist, was mit Gott einfach nicht zu vereinbaren ist. Irgendwas stimmt nicht. Hat es mehrere Häuser, super Wohnungen. Und Gott, denke ich, hat gespürt, dass ich da unsicher bin, dass ich mir nicht klar bin, wo ich gerade bin, was mich gerade umtreibt. Und es ist tatsächlich im Auto der Heilige Geist auf mich gekommen. Und ich fing erst mal an, furchtbar zu weinen. Das war das Erste. Und dann hatte der Heilige Geist so eine Fähigkeit, der muss nicht viele Worte machen. Er konnte mir wirklich in 5 Sekunden zeigen, wie weit ich von Gott weg bin. Wirklich. Und wenn er das macht, hast du dem nichts hinzuzufügen. Wirklich. Es gibt auch keine Argumente, es ist einfach Fakt. Und das hat mich so erschreckt, so weit von Gott weg zu sein, weil es völlig unerwartet für mich war. Weil du hast ja gedacht, dass du nah an ihm dran bist. Guter Christ eigentlich. Ja, guter so. Christ, läuft so. Einigermaßen tauglich, das haben auch die Leute um mich herum so gedacht. Aber für Gott völlig unbrauchbar. Und da habe ich ein Gebet gebetet, weil ich so erschrocken bin, weil ich es auch wollte. Ich habe gesagt, Gott, nimm alles weg von mir, was zwischen mir und dir steht. Nimm alles weg. Hier und heute. Und was ist dann passiert? Tja, wenn wir aus dem ehrlichen Herzen heraus beten, wenn Gott es sieht, erhört er das. Ja, er hört es. Und es ging etwa 10 Tage. 10 Tage, dann fing eine Strafverfolgung an gegen mich, die mich schlussendlich auch ins Gefängnis gebracht hat. Es war ein langer Prozess, ich will darauf gar nicht groß eingehen. Es waren über 50 Verhandlungstage, das Ganze zog sich über 4 Jahre, bis es zum endgültigen Urteil kam und ich dann zu 4 Jahren Haft verurteilt wurde. Vorher war ich 12 Monate in U-Haft, von heute auf morgen. 14. 14 Monate U-Haft.
Und das ist der Part, was die Leute immer mega interessiert, was ist da drin passiert, wie ist der gegangen und so weiter. Auf das will ich heute gar nicht eingehen, haben wir ja gar nicht die Zeit, aber ich will euch etwas sagen. Ich wurde aus dem Leben rausgerissen von heute auf morgen. Von heute auf morgen. Das ist wie wenn dich jetzt jemand abholt vom Platz, du gehst raus, kommst dich wieder. Du hast kein Handy, du darfst mit niemandem sprechen. Und du wirst in ein kleines Loch gesperrt. Einfach so. Kein persönlicher bis jetzt, gar nichts. Ich hatte das unwahrscheinliche Glück, oder Gott hat es sicher so gefügt, dass ein Mitgefangener mir eine Bibel vermacht hat. Er hat mir eine Bibel geschenkt da drin, weil ich hatte ja keine, ich hatte gar nichts. Und der meinte, ich habe schon gelesen, brauche ich nicht mehr, kannst du haben. Okay. Wow. Und ich habe angefangen, das Wort zu lesen. So schnell, wie ich konnte. War nicht die beste Übersetzung, meine ich. Das war das war eine Einheitsübersetzung. Ja. Mhm. Die hatte ein paar Bücher mehr, ne, wie wir wissen, ob die jetzt gut sind oder schlecht. Aber ich habe es durchgelesen. Und ich hatte kein anderes Buch. Und ich hatte auch niemanden. Ich hatte kein Internet, kein gar nichts, nur das. Wow. Von daher ging das relativ zügig vonstatten. Und plötzlich waren die Dinge so klar für mich. Und es war mir klar, ich hatte viele, viele Kompromisse gemacht in meinem Leben. So viele Kompromisse. Mhm. Und da sind wir schnell dabei, Leute. Das ist mega gefährlich. Mhm. Weil ich stand mindestens mit einem Fuß in der Welt und einem Fuß bei Gott. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Das ist ein eifersüchtiger Gott. Und das Wort sagt, im Jakobusbrief, Kapitel 4, glaube ich, sagt das eben, wenn du dir die Welt zum Freund machst, machst du dir Gott zum Feind. Wow. Danke, Thomas. Das ist mega so uncool, wenn du Gott zum Feind hast. Mhm. Ich möchte ihn nicht zum Feind haben. Ja. Und ich habe mir zum Leitsatz gemacht, ich will lieber die ganze Welt zum Feind haben, als wie Gott. Mhm. Ist nicht das, was wir eigentlich erstreben. Wir streben, dass wir Ansehen haben, dass wir beliebt sind. Das wollen wir eigentlich. Ja? Mhm. Aber es ist mega gefährlich, weil die Welt zwingt dich zu vielen, vielen Kompromissen, die du nicht brauchen kannst. Und du hattest auch noch einen Psalm, den Psalm 119. Genau, den Psalm 119. Vielleicht können wir den kurz einblenden. Da bin ich auf einen Vers gestoßen, der sagt, ehe ich gedemütigt wurde, ging mein Weg in die Irre. Nun aber halte ich mich an die Verheißungen, du bist gut und wirst Gutes. Der Psalmist kommt dreimal auf diese Demütigung zurück. Dreimal. Erstens stellt er fest, dass er gedemütigt wurde. Zweitens sagt er, du hast mich in deiner Treue, manche Übersetzungen heißt auch, in deiner Liebe gedemütigt. Und als Drittes sagt er, es war gut, dass du mich gedemütigt hast. Mhm. Es war gut. Mhm. Paulus sagt an einer anderen Stelle, wenn er über Erziehung redet, über Erziehung, dass unsere Väter uns erzogen haben, das ist ein gutes Zeichen, dass wenn Gott dich erzieht, weil er dich dann als Sohn anerkannt hat. Wow. Das habe ich erst ganz spät geblickt, aber ist mega cool. Mhm. Wow. Ist mega cool. Die Frage ist, wie reagierst du auf Erziehung? Mhm. Wie reagierst du auf Demütigung? Mhm. Mhm. Wie hast du reagiert? Was würdest du sagen, was hat sich für dich in deiner Gottesbeziehung verändert durch diese Zeit im Knast? Es hat sich verändert, dass Gott mir immer nah war. Dass er, obwohl ich unermesslich viel gemacht habe, was er nicht für gut heißen kann, war er nie vorwurfsvoll zu mir. Er war der gute Vater, aber auch sehr konsequent. Er fordert mich raus, er zeigt mir Dinge, die ich ändern kann. Er zeigt mir, wie du dein altes Wesen kreuzigen kannst. Das ist ein langer Prozess.
Es geht, bei mir ging es jedenfalls, oder geht es nicht von heute auf morgen, sondern es ist schon eine zähe Hinrichtung. Ja. Aber ich bin heute dankbar dafür. Ich bin mega dankbar. Das war für mich das größte Geschenk. Ich hätte mich nie dem Wort Gottes so zuwenden können. Ich durfte später im Knast mit den Leuten Bibelstunden abhalten. Es wurden Leute im Knast getauft. Wow. Wow. Das hat mich mega ermutigt. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du ein Glaubensheld sein willst, dann musst du an das Richtige glauben. Alles andere wird dich zerstören. Glaubst du an die Dinge, die die Welt dir verzapft, ja? Die sind nur dafür da, dass sie dich zerstören. Kurz über lang zerstören sie dich. Du kannst die Party feiern, aber sie werden dich zerstören. Und die Welt, wenn sie mit dir fertig ist, sie wird dich nehmen und wird mit dir den Boden aufwischen. Sie wird dich wegwerfen. Das ist Fakt. Das Resultat ist immer Tod, es ist Zerstörung. Aber das Wort Gottes ist Leben. Yes. Es sind yes, ist Leben. Worte des Lebens. Und darauf kannst du dich verlassen. Wow. Ich möchte dir einfach den Tipp geben, wenn Gott dich in so eine Situation führt, wenn er dich erzieht, freu dich. Wow. Danke, Thomas. Du wirst vielleicht traurig sein. Das wird dich traurig machen, wahrscheinlich. Wie jedes Kind auch traurig ist, wenn es erzogen wird. Ist nicht schön, ne? Aber später wirst du erkennen, es wird alles gut. Es war alles gut. Alles war gut. Und jedes Detail war gut. Und es wird mir alles zu Guten dienen. Und es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Gottes Gedanken so viel höher sind, wie deine, wie der Himmel über der Erde ist. Und du wirst sie nie begreifen. Versuch das gar nicht. Versuch es gar nicht zu verstehen. Yes. Ist zwecklos. Es ist einfach zwecklos. Aber Gott kann auch so viel mehr bewirken. Bewirken, als du dir jemals vorstellen oder erbitten könntest. Du wirst es nie vorstellen, so wie du es gerade berichtet hast. Ne? Wie sich das multipliziert, was du machst. Das konntest du dir auch nicht vorstellen. Im Großen wie im Kleinen kann Gott das machen. Darum gibt es nur eine Chance. Vertraue ihm und geh mit ihm. Glaub an ihn. Aber glaub an den Richtigen. Den findest du nur im Wort Gottes. Und er hat uns versprochen, und jedem von uns versprochen. Wow. Wer will, dem wir das beibringen? Durch seinen Heiligen Geist, alles. Wow. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube. Und den werde ich nicht verlieren. Ich werde den Jesus, den ich da drin kennengelernt habe, und dann noch zwei Sätze, den Jesus, den ich da drin kennengelernt habe, für den werde ich alles tun. Wow. Weißt du, die Leute fragen mich und sagen, wie kannst du Gott hören? Wie hörst du Gott? Das nervt dich total. Ja. Warum höre ich ihn nicht? Oder sogar meine Tochter fragt, warum höre ich den noch nicht? Für Gott ist das Reden eine sehr intime Sache. Mega intim. Und wenn wir intim werden wollen, dann müssen wir ihn kennen. Du musst ihn kennen. Und du lernst ihn kennen in seinem Wort. Du lernst ihn kennen, wenn du betest. Und er wird sprechen. Und je dunkler es ist, umso eher wird er sprechen. Du musst da keine Angst haben. Keine Angst. Er wird mit dir gehen, aber glaub an das Richtige. Und darum ist es so mega wichtig, schaut in eure Bibeln rein, lest selber so viel du kannst. Ich will es nicht lassen. Danke, Thomas. Wow. Das ist wirklich durchs Feuer geläuteter Glaube. Da spricht jeder Satz. Auch alleine, als wir telefoniert haben, in dem Gespräch kam so viel Glaube rüber in mein Leben. Und wie du auch erzählt hast, er musste mir alles nehmen und das war die größte Gnade. Das war das größte Geschenk. Und wenn man das sagen kann nach dieser Geschichte, wow, danke Thomas. Ja. Danke Thomas. Mile, du bist auch hier bei uns.
Du bist Missionar bei Forum Wilderness. Ich habe hier einen ganzen Lebenslauf, was du alles machst, ja. Du leitest den Movement für Gebet in Europa seit 2012, das heißt Rise Up Now. Du bist Sprecher bei großen Konferenzen in Ägypten. Du hast 4 Kinder, du wohnst in Singen und bist seit 2008 in Deutschland, genau. Und was ich auch stark finde, du gründest gerade eine Daniel School für junge Leiter. Ist wirklich so ein Ausrüstungszentrum für neue, junge Leiter für jeden Gesellschaftsbereich. Und du erreichst jeden Tag über Social Media 15.000 Leute. Du bist so ein Hidden Champion, so ein Hidden Glaubenschampion in Singen oder überhaupt in unserer Multisite. Und du erlebst in Ägypten ja die krassesten Sachen. Ja? Also da sind wir ja in Deutschland noch weit von entfernt. Du erlebst Totenauferweckung, du erlebst, dass krasse Dinge passieren. Aber mich würde interessieren, wer ist der Miletz zu Hause? Wie lebst du deinen Glauben im Alltag, dass das aus deinem Leben hervorkommt? Hallo zusammen. Ich liebe das Familie einfach. Ich liebe euch. Come on. Ich bin die Ausländer alleine hier. Aber Königreich Gott, Familie einfach. Genau, Familie. In 2008 bin ich nach Deutschland gekommen. Vom Background einfach, leitete Konferenz mit 10.000 Leuten. Gebettag für die ganze Ägypten, Middle East, 25.000 Leute, an viel Fernsehen, Talkshow, alles möglich, war total beschäftigend, busy. Und plötzlich bin ich hier gekommen wie ein Baby. Muss lernen, Baba zu sagen, Kultur zu lernen. Und wirklich war schwierig. Ich habe versucht oft, dass es sagen die Menschen, ich bin Milad, habe ich viel in Ägypten, hat nie geklappt. Aber bin ich zum Gott gekommen und dann Gott hat mir sehr klar, fangen an dein Leben hier in diesem Land mit 40 Tage Fasting. Mit 40 Tage Fasting. 40 Tage Fasting. Mhm. Und dann habe ich angefangen und dann in 2015 Gott hat mit mir getroffen. Wirklich. In meinem Leben habe ich Jesus gesehen, face to face an Bruder, zweimal. Wow. Jesus ist Realität. Ja. Und einmal hat ihre Hand auf meinen Kopf gemacht. Wow. Jesus ist Realität. Ich wollte das nur sagen. Und er hat mir yes. das. Und er hat mir gesagt, das war in Winterthur, das war eineinhalb Stunden mit ihm geredet, und reden mit mir. Und er hat gesagt, Milad, ich wollte von heute an, dass du startest deinen Tag um 5 Uhr mit mir. Wow. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fangen an Kinder, an, das ist, wenn du mir helfen, ich mache das. An Seite her bin ich automatisch jeden Tag um 5 Uhr stehen auf. Wow. Stehen auf, Bibel lesen, beten, und ich höre auf, wenn Gott die Stimme hören. Jeden Tag sollte das passieren. Und dann nehme ich eine Offenbarung, vor 2 Jahren habe ich angefangen, Gott hat mir Idee gegeben, warum nicht das in Social Media ein Message, 1 Minute jeden Tag machen. Ich mache Videos seit 2 Jahren, jeden Tag 1 Minute in überall in Social Media. Wir haben angefangen mit 3.000, heute sind 75.000 Leute, Follower von vielen verschiedenen Ländern überall in der ganzen Welt. 75.000. Und die meisten Leute von die Länder haben keine Freiheit. Einfach. Sie folgen, die hören, die Gebet. Und durch das, viele Leute hat Gott kennenzulernen. Manche Leute, sie sind geheilt durch Zoom von Krankheit, befreit von Dämonen, an Bekehrung. Und eine der großen Helfer bei mir, gerade eben eine Frau, sie hat Dämonen aus Berlin, hat mit mir angerufen. Durch Zoom 1,5 Stunde, sie ist befreit, taufe mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sie ist Bekehrung, er leitet 2 Gruppen für Jugendschaft und sie macht viel in Social Media mit mir. Wow, come on. Noch einmal, dass du startest deinen Tag mit Gott, ist nicht der Game. Das ist das erste Priorität. Und ich sage, das ist das Temperament für den Tag. Mhm.
Wenn du mit Gott fangen an, deinen Tag, die Tag laufen, Schmutz, Biss, viel, viel zu tun, Friede, Freude. Deswegen mach Gott alles Erste. Vom Herr kann ich sagen, ich erlaubte das. Ich kann weiterreden von vier verschiedenen. Wir haben Tradition wie Familie, 2 Tage Fasting in der Woche. Mittwoch für die Familie, Freitag für mein Dienst, an mein Calling, an meine Berufung vor Gott. Wir haben das angefangen seit 1999. Seither, wir machen das fest. Mhm. Fasting ist Style Life. Nicht für Situation oder Sachen wie das. Es ist, dass du noch Volk Jesus ist nicht zum Sonntag an Gottes Team und Tim ist erledigt. Nein, das ist die ganze Leben. Yes. Das ist, gibt kein anderer. Das ist nicht gegeben. Das ist, du musst serious sein für Systeme. Wir können viel sagen einfach über Systeme, aber stehen auf jeden Morgen, startet deinen Tag mit Wort auf Gott. Fangen an ihm beten, an Herr auf, wenn Stimme hören einfach. Yes. Ja. Wow. Und ja, come on. Und was würdest du sagen, ist für dich ein Schlüssel, dass wir unser Feuer nicht verlieren, sondern wirklich solche Glaubenshelden sind? Sehr gut. Ich habe 7 Punkte für euch mitgebracht. Er hat 20 Punkte vorbereitet. 20 Punkte, oder? Ich habe viel von dieser Seite gebetet. Und ich mag immer Gottes Stimme hören. Und ich habe ein paar Punkte für euch gehört. Ich lese das. Ein paar, ich muss konzentriert. Und ein paar muss ich schnell machen. Komm, Baby. Funktioniert nicht. Halleluja. Okay, das erste Punkt wollte ich sagen, Gottes Stimme hören jeden Tag. Okay. Frag Gott über alles. Ja. Und ich verspreche euch, ich rede. In der Bibel alleine gibt es 13 Wege, hat Gott benutzt, um mit den Menschen reden. Zu reden. Und die gute Sache, Gott redet die Sprache, du verstehen. Egal was verstehst du, Gott kann mit dir reden. Fragen ihm, das ist das Erste. Zweite, Träume ohne Ende vor Königreich Gott. Wow. Ohne Träume, wenn du keine Träume hast, wieso lebst du? Mm. Was ist dein Ziel? Was würdest du sehen am Ende of dein Leben? Yes. Ich habe in mein ganzes Leben sehr viele Projekte für Königreich Gott geträumt. Der letzte Projekt gerade eben, wir fangen an Daniel School, Jugendschaftsschule, vor 1 Jahr, vor 30 Leute von ganz Europa. Wir wollen Leute vorbereitet für Political, Economic, für Familie, für Religion, für Media, für Sport. Das ist nicht Pastor alleine. Gott sei Dank, wir haben ICF Academy. Halleluja, praise the Lord. Für Pastor und Missionar, für vorbereitet. Aber das ist mein Ziel. Gott hat mit mir getroffen und hat mir gesagt, Milad, was an wem gibst du, was du machen, wenn du gehen? Wow, ich kann weiter reden, aber wir haben ein guter Predigt darüber. Was für deine Träume? Was wolltest du? Was hast du heute für Träume erkannt in der Realität in Zukunft? Yes. Ich erzähle ein paar Geschichten. Ich habe eine Tradition, Dezember Fasten zum Gott. Die ersten 2 Wochen sagen, Gott, danke für was passiert in der letzten Jahre. Das zweite 2. Woche ist, was hast du im Himmel für die nächste Jahre für mich? Wow. Einmal hat mir gesagt, beten für 100 Menschen. 100 Menschen winnen zu Jesus. Yes. Am Ende dieses Jahres habe ich 107. Wow. Der Jahre danach, das ist nicht, ja, habe ihn gefragt, was hast du für mich? Und hat gesagt, mach ein 0 mehr. Beten für 1000 Menschen. Wow. Winnen zum Jesus. Am Ende des Jahres habe ich 1127 Menschen gewinnen zum Jesus. Das war Träume. Der Jahre danach fragen ihn, was hast du für mich? Und er hat gesagt, mach noch ein 0. 10.000. Wirklich, ich sage euch, in dieses Jahr habe ich 12.520 Leute gewinnen zu Jesus. Wow, danke Jesus. Es ist, wieso liebst du? Was ist dein Träume? Mhm.
Du solltest ein Sachen Träume vor Gott haben. Was hast du heute für Träume? Morgen kam in die Realität. Wieso hast du kleine Träume? Okay, wir machen weiter. Wir haben Seite noch. Wir können. Okay, hier, mein Bruder und Schwester haben gesagt, eine Sache wiederholen. Lesen die Worte auf Gott jeden Tag ist nicht Option. Come on. Das ist die lebendigen Geist. Nicht einmal in der Woche und nicht 5 oder 7 Minuten oder Sachen wie das. Du solltest jeden Tag, ich kann predigen viel, aber wir haben sehr viele Lehrer gehört. Hey, wir sollten Gottes Worte lesen jeden Tag, nicht einmal. Ich habe eine Tradition, ich fange an meinen Tag mit Gott, ich ende meinen Tag mit Gott. Sollte das passieren, wolltest du lebendig sein? Lies die Worte auf Gott einfach. Es ist nicht einfach. Schwierig. Come on. Es ist, okay, ich mache weiter. Sei du nicht alleine. Sei du nie alleine. Yes. Alleine, du kannst nicht helfen. Wenn ich gehe zum Thomas und Thomas hat Feuer, ich kriege die Feuer für Thomas. Ja, Mann. Es ist einfacher. Sei du nie alleine. Sei du in einem Gruppe, Hauskreis. Das geht nicht. Gott hat nicht uns alleine zu sein. Wo ist dein Partner für Gebet? Wow. Yeah. Wo ist deine Familie? Du bist secure, wenn du Probleme hast. Das geht nicht. Wir können reden viel in der Bibel darüber einfach. Danach, noch ein Bund. Nicht konzentriert auf dich selber, auf deine kleine Welt, auf dein Problem, auf, oh, ich wollte Freiheit, oh, ich wollte Ausbildung, oh, ich wollte Geld haben, oh, ich wollte. Das Quatschleben einfach, tut mir leid. Ja, Mann! Versuchen einfach, mich verstanden. Die mehr konzentriert auf Sachen, du mehr Krieg vom Teufel krieg. Wow. Könntest du das wiederholen oder erklären, was habe ich gesagt? Sag's nochmal. Noch einmal. Lass mich sagen, ich konzentriert auf verheiratet. Du kriegst mehr Geistkampf über verheiratet vom Teufel. Mhm. An was du konzentriert, das ist dein Gott. Auf was du dich konzentrierst, ist dein Gott, ne? Deswegen, du hast keine Option. Die alle schaffen, was Gott hat geschaffen, sie hat ihre Kopf nach unten, aber die Menschen nicht. Überleg noch. Wow. Du hast keine Option. Du hast nur Option, zum Jesus gucken und nach Himmel gucken. Aber nach unten, dann wie Petrus, wow, auf dem Wasser einfach. Wow. Okay. Haben wir verstanden, oder? Keine Option, nach unten zu gucken. Noch zwei Bunte und dann. Mach, hau rein, preach it, come on. Okay. Du, der David überzieht auch immer, Milet. Okay. Genug Leben mit schmutziger Vergangenheit. Genug Denken über deine Vergangenheit. Du lebst nicht in Vergangenheit, du lebst für jetzt und Zukunft. Also nicht mehr über die Vergangenheit nachdenken. Genug. Es reicht. Du hast genug schon darüber nachgedacht, meint er. Ja? Wolltest du lebendig sein? Paulus hat gesagt, ich mache nur eine Sache. Vergiss es, was passiert in Vergangenheit, genau, und gucke nach vorne. Come on. Das steht in der Bibel. Latest boy in dir. Come on. Ich bin nicht aufgewunden zum Predigen mit Sitzen. Das ja, das geht nicht. Komm, bring dir mal ein Pult, das geht doch so nicht. Und Beten oder Prophezei oder Sachen wie das. Anyway, Gott hat mir eine Strategie zu euch gegeben. Und ich mache mit euch eine Challenge. Oder eine Herausforderung. Gott wollte, dass du einfach, warum nicht, dass du für 10 Leute beten, dass du zum Jesus gewinnen. Dass warum? Jeder von uns für 10 Leute betet, dass wir die für Jesus gewinnen. Probieren wir das. Dass du jeden Tag 2 Minuten, Herr, gib mir Leute, dass ich mit diesen Leuten, yes, reden kann über dich und dies Wiedergeborenen. Ja.
Das nicht die Arbeit von David an Sarah oder Lukas oder Daniel oder. Nein, das ist Arbeit für jeden Menschen. Yes. Überleg noch, wir sind 400. Was passiert, wenn dieses 400 jeden Person, wenn sie sehen Leute zum Jesus? Was kommt in nächsten Jahren? Wir wollen eine Stadt. Bin ich gestern gekommen und dann habe ich Gott gesagt und hat mir gesagt, sag das Wort für ICF Schwarze Welt, ich will euch multiply so will für mal die nächsten 7 Jahre. Wow. Die nächsten 7 Jahre will er uns 12-mal multiplizieren? 12-mal Gott multiply uns für die nächsten 7 Jahre. Wenn ich an eurer Stelle wäre, hat er gesagt, Amen! Amen! Glauben daran! Ja, Mann. Aber das kam nicht von David und Sarah alleine. Ja. Oder Alessio oder alle anderen. Das kam von uns. Yes. Deswegen Träume ohne Enden. Träume ohne. Guck mal, wenn du lebendig sein, du musst Gott dienen. Yes. Gibt keine Option. Ja. Gibt keine Option. Der Christian vor Sonntag, ich sage euch, 1 oder 2 Jahre kann nie lebendig zu sein. Aber was hat mir geholfen in dieses Land von neuer Sprache und Kultur, dass es immer an Gott dran, über ihm reden, yes. Leute gewinnen zum Jesus, beten von Leuten zum Heiligen und viele verschiedene Sachen. Ich erzähle euch eine andere Geschichte und dann danach wir beten mit Daniel zusammen. Für jeden Person wollte 10 Jahre, nächstes Jahr an Jesus gewinnen. Sag Amen. Amen. Okay, einmal bin ich eingeladen für die Hochzeit für den Sohn von meinem Bruder. Und dann bin ich gekommen in der Reception und dann habe ich die Tochter von meinem Onkel getroffen. Und sie hat mir gesagt, sie machen, der Ägypter macht sehr viel Spaß. Sie ist katholisch, ich bin Evangelikerin. Und hat mir gesagt, okay, Milad, mein Mann hat ihre Augen hier verloren, seit 8 Jahren kann nicht sehen. Und die Ärzte haben gesagt, ich kann nie schaffen das. Wolltest du für ihn beten? Sie macht das für Spaß. Und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht? Lass uns für ihn beten. Auf der Hochzeit an der Rezeption. Und dann habe ich ihn gefragt, mach dein Handy hier. Und dann habe ich von ihm gebetet, Jesus, öffne das Auge noch einmal. Und er sehen ihre Hand und schaut, die Frau heißt Mariam oder Maria. Und sagt, Maria, ich sehe noch einmal mein Auge, komm zurück. Also der Mann konnte sehen. Die alle Leute in Reception haben das gehört und dann plötzlich nehmen wir in die Mikrofon und fangen an, ich breche die Worte auf Gott für die ganze Reception. 120 Leute sind in Bekehrung. Und bis jetzt, vor 7 Jahren, dieser Mann hat ihr Auge. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Bin ich gebetet mit den Menschen vor Heiligen bis 2 Uhr am Morgen. Am Abschluss kam eine Nachbarfrau, sie ist Muslime, von unserer Dorf. Und sie hat gesagt, Bruder Mlet, mein Sohn hat einen Unfall. Und er ist in Koma. Koma ist richtig? Ja, Koma. Mhm. Und seit 3 Tagen, und die Ärzte haben keine Hoffnung. Er hat geblutet im Gehirn und gibt keine Hoffnung. Kann dein Jesus ihm heiligen? Und habe ich gesagt, er hat das einmal gemacht. Eine Person vom Pharao geheiligen, die Tochter für das Frau. Warum nicht? Und dann habe ich mit dieser Frau gebetet. Ich war fertig. Keine Kraft, kein anderer. Nur ein klein gebetet. Jesus, ich glaube daran, dass du das machen. Und wir rufen an, Mohammed, stehen auf. Wow. Lieb noch. Come on. 3 Monate danach bin ich besuchen mein Dorf. Und ich stehe mit meinem Bruder auf der Straße. Ein junger Mann, größer als ich, kam zu mir und hat gesagt, hallo Bruder Mlad, ich bin Mohammed, du hast für mich gebetet. Und alles, und meine Mutter ist nach Hause gekommen und ich bin lebendig und ich bin total geheilt. Wow, come on. Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration.
Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würden wir uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.